Einen wunderschönen guten Morgen. Ich möchte euch gerne mal einen schönen Laden, einen Naturladen, sage ich jetzt mal, dazu zeigen hier in Alanya. Da gehen wir ganz gerne hin. Es gibt wahrscheinlich auch diverse andere Läden irgendwo, aber ich kenne die Besitzer hier und bin sehr gerne hier. Ich zeige euch das mal kurz. Inselzade. So. Was wir hier gerne kaufen, ist zum Beispiel hier, wie nennt man es? Olivenseife, also aus Olivenöl. Da gibt es natürlich verschiedene Gerüche, sage ich jetzt mal, für Haare und für Körper. Hier haben wir noch Gewürze dazu. Wer mag, bekommt hier auch gemahlenen Kaffee. Der fliegende Reporter. Yes. Für was? Wir wurden gerade unterbrochen. Wir haben natürlich hier auch, Fisch gemahlen. Lecker. Darüber hinaus haben wir natürlich hier auch Räucherstäbchen. Letztens habe ich die gesucht, hat der Laden auch. Manche Sachen findet man überall, natürlich. Das sind Produkte aus dem eigenen Garten, Avocados. Das haben wir neu gelernt, dieses Zeug hier. Ich habe mich immer gewundert, warum die Seife, diese Olivenölseife, nicht richtig schäumt, ja. Man schneidet hier so ein paar Stücke ab, rubbelt das hier an dem Teil, das ist antibakteriell, ist aus Mais hergestellt und dann schäumt das Ganze. Ich weiß doch gar nicht, wie das, keine Ahnung, ich habe es noch nicht probiert, ne? Deswegen, ich weiß es noch nicht, ich muss es selber mal probieren. Ich habe mich nur ein bisschen gewundert, warum das nicht so schäumt, weil die Haare kriegt man dann kaum gewaschen damit. Also bei mir ist es egal, aber so meine eigenen Familienmitglieder natürlich, die brauchen ein bisschen schaumiger das Ganze. Ne? Und die ganzen Industrieprodukte, sage ich jetzt mal, da sind ja auch so Schaumkatalysatoren, sage ich jetzt mal, drin. Und naja, wenn man dann halt so ursprünglich ein bisschen näher rankommt, wäre das natürlich nicht schlimm. Darüber hinaus haben wir natürlich ein paar Samen für den eigenen Selbstversorgergarten. Dann schauen wir mal, gehen wir mal rein, was wir noch so haben. Interessant ist dieses Gerät, das habe ich heute erst entdeckt. Da wird Schwarzkümmel genommen und frisch quasi zubereitet. Die habe ich immer früher aus dem Internet bestellt. Die sind scheinbar auch noch was günstiger hier. Finde ich eine super Sache. Kann ich dann gleich alles von hier holen. Abgesehen davon natürlich ganz viele Nüsse, wo gibt es ja überall eigentlich. Und wir haben zig Essigsorten, also Ananasessig, Traubenessig, Apfel und. Ach, Rose und Walnuss und viele Sachen haben wir hier noch. Da oben haben wir noch zig verschiedene Kaffeesorten noch dazu. Honig kann man sich auch gönnen. So, interessant ist auch noch diese Abteilung. Wir haben hier sehr viele Naturprodukte, also Öle ohne Ende, von allem, was man so begehrt. Wir haben heute, wo ist es? Das war es nicht. Ach, ich finde es jetzt gerade nicht auf die Schnelle. Naja, wie auch immer. Ihr seht ja selber, was man so für Öle alles kaufen kann. Ja. Fragt mich nicht, was das für Produkte sind. Diese sind mir neu. Also klar, jetzt sind wir hier bei den ganzen Teesorten. Es gibt ja auf jeden Fall immer wieder viele Sachen zu entdecken, sozusagen. Gewürze. Ja, hier ist die ganze Teeabteilung. Und. Hier riesen Auswahl an Gewürzen. Wird auch teilweise, wenn man hier Muskat haben will, wird dann in der Presse da unten, in der Reibe, wird das dann nochmal hergerichtet, gemahlen.
So Leute, ich hätte beinahe einen Strafzettel bekommen, aber hier die Leute, die, sage ich jetzt mal, kündigen vorher an, bevor sie eine Strafe erteilen, und wer dann nicht sofort springt, ne, ist dann fällig, ne? Aber gut, ich habe noch Glück gehabt, gleich reagiert. So, machen wir weiter. So, falls ihr irgendwelche Produkte sucht, wir kennen die alle selber nicht. So Naturburschen werden wir so langsam. Aber was wir ganz gerne holen, ist immer hier diese fluoridfreie Zahnpasta. Und ja, gibt natürlich tausend andere Sachen hier. Wir haben hier natürlich auch Colonia. Manche, die sind aus Plastik, aber irgendeiner war davon aus Glas. Glas gibt es hier auch noch. Ja. Ja, das sind so Produkte, die kennen wir eigentlich gar nicht. Och, guck mal an, Spirulina gerade entdeckt. Wer hätte das denn gedacht? Dann gibt es doch auch bestimmt noch was anderes. Also, wer sich auskennt in dem Ganzen. Ne? Was haben wir hier oben? Ja, man sieht, man entdeckt hier immer wieder Sachen, die man vorher nicht gesehen hat. Ich würde mir einfach mal Zeit mitbringen. Wir haben hier natürlich ganz viele immer noch Gewürze, klar. Und Leckereien, wird gerne in Türkei verschenkt. Und auch hier. Ist nicht so meine Welt, aber wer sowas mag. So, Leute, das war's. Das ist mein Lieblingsladen, hier gehe ich gerne hin. Und das wollte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Kommt rein, schaut, vielleicht gefällt euch was. Und ach so, übrigens, ne? Natürlich haben die auch Honig hier mit Waben und so, ne? Mir gerade so aufgefallen. Bis dann, tschüss!